Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir machen weiter mit Raffnus, Taffnus, Kotz und Wirk und diesen beiden Sets hier. Ja, das eine Set mit Raffnus habe ich schon ausgepackt, wie ihr seht. Taffnus ist ja noch in der Originalverpackung und diese Videos möchte ich einfach noch nachreichen. Ja. Vielleicht haben es schon einige von euch, die es noch nicht haben, sind vielleicht auch noch überlegen, oh boah, warum muss ich mir den Drachen zweimal kaufen, damit ich Raffnus und Taffnus kriege? Und da kann ich euch beruhigen, es lohnt sich, denn ihr kriegt hier zwei verschiedene Kotz- und Wirk-Modelle. Die sind nicht gleich, die unterscheiden sich. Wie, was, warum und wo, das schauen wir uns in den kommenden Videos an. Es gibt auch eine Kuriosität bei Kotz und Wirk, denn der hat gebrochene Beine, Hinterbeine, ganz schlimm, ganz übel. Schreck, oh Graus, ja. Was ist da passiert? Was hat der Modelleur bei den Figuren nicht ganz verstanden? Egal, wie auch immer, auch das werden wir besprechen. Ich würde sagen, ich beginne in diesem heutigen Video mal mit dem ausgepackten Set, ja, Ladies First, Raffnus und ihre Version von Kotz und Wirk. Dann werden wir am nächsten Taffnus Kotz und Wirk machen und die dann letztendlich auch noch miteinander vergleichen. Dann kriegt ihr ein umfangreiches Review und wisst Bescheid über diese Figuren, auch die Action. Was finde ich gut, was finde ich nicht so gut, lohnt es sich und so weiter und so fort. Na dann viel Spaß mit diesem ersten Teil. Ja, und da würde ich doch sagen, beginne ich vielleicht auch mit Raffnus und dann schauen wir uns den Drachen hier an. Raffnus, stelle ich nochmal hier hin, kann stehen, wunderbar. Raffnus hat eine Größe von circa, ja, nicht ganz 8,5 cm in der Höhe. Und sie hat hier auch eine Waffe dabei, ne? So eine Keule, mach die mal kurz raus. So sieht das Ganze aus, vorne in Silber gehalten, dass es metallisch aussieht, mit so kleinen Noppen. Und der Griff, den haben sie so in einem rötlichen Braun bemalt. Ja, soll Holz darstellen, ist aber verbogen. Hinzu muss man sagen, was ich sehr, sehr schade finde, in beiden Sets ist exakt genau die gleiche Waffe drin. Hätte man da nicht bei Taffnus einen Stab reinmachen können oder so? Nein, es muss die gleiche Keule sein. Ich halte die Packung nochmal hier ins Bild. Hier seht ihr die Keule, also exakt genau das gleiche wie hier. Tja. Könnt ihr der Figur super in die Hand geben. Auch hier muss man sagen, das Design ist klasse. Ja, alle Drachenreiter in ihrer Rüstung, in ihrer Schuppenrüstung sehen klasse aus. Hier sehen wir auch schon die Haare von Raffnus mit diesen dicken Bollen. Ja, schön, wie das hier ungleichmäßig ausläuft. Auch hier schön geflochten, kann man toll sehen. Ja, und guckt euch einfach diese Panzerung an. Die ist der absolute, also die Schwelle Wahnsinn. Ja, was willst du da sagen? Kopf kann man ganz leicht ein bisschen bewegen, geht aber nicht wirklich wegen diesen massiven Schulterrüstteilen hier. Ihr könnt die Arme nach oben machen. Ihr könnt es auch von mir aus 360 Grad herumdrehen. Passt auf. Manchmal sitzen die ein bisschen fest, nicht dass ihr diesen Ansteckpinökel überdreht oder so. Also passt ein bisschen auf. Die Beine könnt ihr selbstverständlich auch noch ein bisschen bewegen, aber nicht an den Knien. Also ihr könnt es nur ein bisschen nach vorne und nach hinten machen. Viel ist es nicht und ja, ihr könnt sie dann halt mit gespreizten Beinen auf euren Drachen draufsetzen, aber sie sitzen dann halt nicht wirklich richtig. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin froh, dass sie überhaupt stehen auf diesen kleinen Füßchen. Das ist schon mal enorm. Gut, also dann guckt euch einfach nochmal dieses Design hier an. Der Helm ist einfach nur bombig. Natürlich entsprechend ihrem Reittier, dem Drachen nachempfunden. Die zwei Hörner, die hier nach oben gehen, haben sie in Grau gemacht, dann auch die Augenumrandungen, dieses kleine Horn hier auf dem Helm. Also ihr seht schon, wie schön die Details hier sind. Auch die Schuppen, großartig. Schaut euch dieses Design an. Absolut Welle Wahnsinn. Geht hier hinten weiter. Hier natürlich auch die Zipperstacheln am Helm mit dran. Klasse. Dann die Schulterpolster auch schön, dieses Drachenmuster zu sehen. Brustbereich auch schön beschuppt. Die Gürtel sind bombig. Ja, und vor allem die vielen Farbabstufungen, die begeistern mich total. Auch dieses kleine Röckchen, was hier übersteht, ja, super. Wirklich, wirklich super gemacht. Auch hier an den Armen die Zipperstacheln zu sehen. Unterseite ist hier in diesem Grau.
hier diese Schutzpanzer wieder in Grün. Vor allem unterschiedliches Grün. Ne? Ihr seht hier helleres Grün oder Olivgrün, dann hier wieder ein schönes kräftiges Grün. Also ganz große Klasse. Auch die Finger wurden top gestaltet. Nicht so bescheuert wie bei der anderen Drachenreiter-Serie mit ihren stumpfen Fingern. Das wurde richtig, richtig toll gemacht. Dann auch hier extra noch so Lederteile im Schritt, damit es nicht durchwetzt, die gute Hose. Ja? Lauter so Sachen ebenfalls seitlich. Auch noch so Zipperstacheln an den Stiefeln, an der Hose zu finden. Und auch diese Rüstteile lappen hier quasi über ihre Stiefel drüber. Das ist so, so geil gemacht. Ich krieg mich da nicht mehr ein. Spin Master macht so viel falsch, aber auch so viel richtig. Echt, das muss man ja auch mal sagen. Die können, wenn sie wollen. Das seht ihr an dieser Skulptur. Der reine Wahnsinn. Das ist echt ein Schmuckstück für eure Sammlung. Ich find's absolut großartig, ja. Und dann halt so eine saudoofe, kleine, unscheinbare Waffe dazu. Ihr versteht mich, ja. Also ihr könnt es ihr in beide Hände geben, einfach reinklipsen und sie hält die Waffe mehr oder weniger fest. Je weiter ihr das nach hinten macht, umso fester hält sie ihre Keule. Ja, und könnt halt entsprechend die Hand da nach oben heben, nach oben halten und auch entsprechend so hinstellen oder auf den Drachen setzen, wie ihr wollt. Also ganz, ganz tolle Raphnus. Großartig. Ich glaube, Taphnus steht ihr da in nichts nach. Aber das ist, also sowas wünscht man sich als Fan. Wunder, wunderschön. Die ganzen Drachenreiter der Serie sind absolut brillant geworden. So, dann kommen wir hier zu Kotz und Würg. Gleich als erstes, der Drache ist verdammt klein. Also wenn ihr die alten Action-Drachen da mal daneben haltet, seht ihr einen gewaltigen Unterschied. So wie Kotz und Würg jetzt hier stehen, haben sie an der höchsten Stelle gemessen, am Flügel nicht ganz 14 cm. Warte mal, geht es höher? Einigen wir uns auf 14 cm. Ja? So, dann haben wir eine Länge von nicht ganz 19 cm oder sagen wir mal 14 mal 19 cm. Ja? Und das ist nicht wirklich groß, aber es ist ein schönes, massives Kerlchen. Es ist ein sehr gut gearbeitetes Kerlchen, wie ich finde. Und ihr habt hier sogar auch ein bisschen Action. Das steht auch schon auf der Verpackung drauf. Wing Flapping Action, das heißt, ihr könnt mit den Flügeln wackeln. Wie und wo, das zeige ich euch. Interessant bei dieser Skulptur, wir haben hier Gummi und wir haben Plastik. Sprich, die Flügel sind aus Plastik, die Hinterbeine sind aus Plastik, das Körperchen, ne? Nur dieser Torso, dieses Teil hier ist aus Plastik. Der Kopf, die Hälse, die Schwänzchen, genauso wie der Rückenkamm, die Zipperstacheln, sind aus Gummi. Übrigens auch die Vorderbeine sind aus Gummi, die hinteren sind aus Plastik. Das hat mit der Action zu tun. So, ihr solltet, wenn ihr die Figur kriegt, darauf achten, dass die Flügel nicht hinter den Hälsen sind, sondern neben den Hälsen. Ja, einfach das so vorsichtig nach vorne holen. Auf dieser Seite genauso, Kopf ein bisschen nach vorne biegen. So, dann hängen die beiden Flügel hier so locker nach links und rechts. Und ihr könnt entweder die Flügel runterdrücken und sie kommen alleine wieder nach oben. Oder ihr drückt auf die Hinterbeine und dann habt ihr diese Flügelschlag-Action. Das ist alles, ja? That's all. Das funktioniert auch gut, absolut. Okay, nichts Besonderes, aber naja. So, was die Action mit den Vorderbeinen angeht, könnt ihr komplett vergessen. Ihr könnt es nur so nach vorne knicken und wieder zurück machen. Genauso hier mit dem. Allerdings könnt ihr den nach hinten machen und halt wieder nach vorne. That's all. Das war's. Mehr geht nicht. Die hinteren könnt ihr nicht verdrehen. Ihr könnt es nur zusammendrücken, damit die Flügel hier schlagen. Mehr ist es tatsächlich nicht. So, jetzt seht ihr es vielleicht schon, die Hinterbeine, fällt euch was auf? Ja, die sind gebrochen. Normalerweise müsste das Knie vorne sein, ja? Bei Kotz und Würg gehen die Beine immer so, nicht nach hinten. Die Beine sind gebrochen. Der Künstler oder der Modelleur oder die Skulpteurin hat da ein bisschen was verwechselt. Während das Froschbeine, beim Frosch geht es tatsächlich so, zack, und nochmal nach hinten, ja? Wie so ein Blitz. Das ist aber hier... Das ist unmöglich. Vorne stimmt es. Vorne ist das absolut okay. Da geht die Ellenbogen mehr oder weniger nach hinten. Das ist okay. Aber hier müsste das entgegengesetzt gehen. Ne? Also das stimmt nicht.
Das ist ein absoluter Fehler. Das heißt, Kotz und Wirk haben hier gebrochene Beine. Man muss es mal ganz derb so sagen. Ja? Natürlich hat Kotz und Wirk hier auch wieder Schrauben mit drin. Ist ja klar, aber super versteckt in diesem Fall. Ihr seht keine seitlichen Schrauben. Ihr seht nicht so bescheuerte Flügelgelenke, weil die Flügel etwas im Körper drin liegen. Auch das ist okay. Hier wurde ordentlich viel montiert. Die Hälse wurden anmontiert, der Unterkiefer wurde montiert. Ja, die Schwänzchen wurden hier anmontiert. Die Körperhälften wurden zusammengesteckt. Also wahnsinnig viel Handarbeit bei dieser Skulptur. So, wir sehen die Köpfe von Kotz und Wirk. Hier übrigens interessant, der Unterkiefer etwas näher am Oberkiefer dran. Ja, ihr seht's, wunderbarer Unterbiss, ein Träumchen. Auch die Bemalung ist super, weil digital, da wird nichts mehr von Hand bemalt. Hier hängt der Unterkiefer ein bisschen weiter runter. Das ist so ein feiner Unterschied, von vorne fällt es besonders gut auf. Die Zunge haben sie übrigens innen nicht bemalt, finde ich schade, aber okay, man sieht es auch kaum, da wollen wir uns mal nicht dran aufhängen. Aber die Köpfe sind klasse gemacht, wenn er mich fragt. Absolut super. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr seht schon, die Hörnchen haben sie hier in diesem rötlichen Braun oder bräunlichen Rot bemalt, wie auch immer ihr das sehen wollt. Die Zähne haben sie weiß bemalt. Ansonsten hier unten alles so cremegelb, zieht sich über den Bauch, über die Schwanzunterseite. Und die Spitzen vom Schwanz von beiden haben sie ebenfalls in diesem, ich sage jetzt einfach mal, Rot bemalt. Ja, läuft auch schön so dick hier hinten aus. Und die Rückenstacheln ebenfalls, die wurden in diesem Rot besprüht. Man sieht, dass die Farbe noch links und rechts ein bisschen drüber geht. Und man sieht auch, dass das hier reingesteckt wurde. Das heißt, die Zipperstacheln sind aus Gummi, die sind ganz weich, kann nichts passieren. Ihr könnt die Schwänzchen übrigens nicht bewegen, wurden anmontiert, aber ihr könnt sie nicht nach links oder rechts drehen. Genauso wenig wie die Köpfe, die sitzen tatsächlich fest. Ja, also ihr könnt da, wenn ihr drückt, dann reißt ihr die Köpfe höchstens ab. Also die könnt ihr nicht bewegen. Ist auch kein Draht drin, ihr könnt die Köpfe nicht nach vorne machen oder nach hinten. Das geht auch nicht. Also ihr habt eigentlich nur diese Flügelschlag-Action. Achtet übrigens auf die Flügel, die wurden toll modelliert. Davon mal abgesehen, sieht alles schön natürlich aus, ja, weil sie nicht flach sind, sondern auch leicht etwas gebogen. Von unten sieht man das schön. Da sieht man übrigens auch die Flügelrippen. Hier vorne haben sie eine kleine Kralle hingemacht. Und ihr seht, die Flügel haben Flecken, ganz unterschiedliche Flecken. Das sieht klasse aus. So kennt man Kotz und Wirk, zumindest in der Richtung, und das ist schon wirklich toll. Beim anderen Kotz und Wirk sieht es anders aus auf den Flügeln, am Schwanz und am Kopf. Das schauen wir uns dann entsprechend im nächsten Video an und werden es dann natürlich, wie ich schon sagte, auch vergleichen. Großartig finde ich mal von den Köpfen abgesehen diese Sättel, ja, diese Sitze für Raff und Taff, denn wir haben hier eine Kotz und Wirk Figur drauf. Also wir haben entsprechend immer einen Kopf, könnt ihr das erkennen? Das Auge, das Maul, das Hörnchen vorne auf der Schnauze, die Hörnchen hinten, dann der Hals, mehr oder weniger die Beine und das Schwänzchen hier hinten. Haben sie goldig gemacht, hier auch noch ein bisschen Details drin, finde ich super süß. Die Sessel sind übrigens gleich, also da gibt es keine Unterschiede, aber ihr könnt den Drachen mehr oder weniger im Sattel drin erkennen, ja, das finde ich echt witzig gemacht. Schön. Ja, und darauf können wir natürlich in diesem Fall auch Taffnuss draufsetzen. Ja, ich setze hier mal drauf, also einfach draufdrücken. Jo, dann hängt sie halt ein bisschen schräg auf dem Sattel drauf. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das. Die Füße sitzen auch nicht wirklich auf diesem Trittteil hier auf, sondern hängt halt irgendwie schräg in der Luft. Ja, so sieht es aus. Ihr könnt es natürlich auch hier draufsetzen, wie auch immer. Die Füße drückt es dann immer etwas zusammen und kann sein, die Figur flutscht euch dann wieder raus. Aber so sieht es dann in etwa aus. Ja, ich werde das Ganze natürlich noch in 360 Grad rundherum filmen. Dann könnt ihr es euch nochmal in aller Ruhe anschauen, ohne meine Hände. Also, so sieht es aus mit der Flügel-Action. Ne? Sie rutscht schon wieder hin und her. Zum Glück gehen die Sitze ein bisschen hinten hoch, dann kippt sie nicht gleich raus und kann hier noch ein bisschen, ja, gesicherter sitzen. Also, und wenn man dann auch noch Taffnuss daneben setzt, sieht es schon krass aus. Der Drache fällt dann auch nicht um, denn die Figuren sind wirklich leicht. Also das Kerlchen hat schon sein Gewicht.
Ne? Also, schöne Skulptur, wenn er mich fragt, auch wenn es im Comic-Stil gemacht wurde, gefällt mir besser. Und ich bin froh, dass sie Kurz und Wirk tatsächlich noch rausgebracht haben, ja, weil es kommen ja immer die vier Grunddrachen und bei Kurz und Wirk hat man schon öfters ja ins Leere geschaut, weil sie einfach nicht veröffentlicht wurden. So, also, das würde ich sagen, einfach mal zu dieser Skulptur, ist wirklich nett gelungen, gefällt mir persönlich sehr gut, mal von den hinteren gebrochenen Beinen abgesehen, ja, aber das Muster weiß sehr zu gefallen, von der Action erwarte ich mir gar nichts, Actionanteil ist mir komplett egal und das hat man halt auch schon zigtausendmal bei den anderen Figuren gesehen, aber es funktioniert und das ganze Design ist klasse, also Kurz und Wirk gefallen mir hier wirklich sehr gut und die Reiterin ist einfach unfassbar gut geworden. Wirklich, also top. Wirklich top. Kann man anders gar nicht sagen. Ja, habt ihr die Skulptur schon? Wollt ihr sie euch noch kaufen? Also ich drücke euch auf jeden Fall alle Daumen dazu, wenn ihr das wollt. Ist auf jeden Fall eine nette Skulptur, eine schöne Bereicherung für eure Sammlung. Ich bin mehr als positiv zu dieser Figur hier eingestimmt. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt. Also es kommt in live besser als auf den Produktionsbildern, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, was ist dazu? Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Viel Spaß noch beim 360-Grad-Dreh. Bis dahin, viele Sammlergrüße von eurem Rupi. Yay!